Also, hier haben wir drei Blechtonnen. Die eine ist pickepacke voll mit Sprit, die andere halb leer und die dritte, die haben wir erst mit dem fossilen Brennstoff befüllt und dann wieder geleert. Herr Dallhammer wird nun die Tonnen beschießen. Ihnen hier im Studio rate ich, halten Sie sich bitte die Ohren zu. Es wird sehr, sehr laut. Falls Sie übrigens zufällig von einer abprallenden Kugel getroffen werden sollten, schämen Sie sich nicht, sowas kommt vor. Bitte nicht versuchen, den Schmerz zu unterdrücken, weil Sie die Sendung nicht stören wollen oder sowas. Geben Sie ruhig laut, denn wir machen dann eine kleine Nummer draus und schaffen Sie hier raus. So, Herr Dallhammer, dann schießen wir doch erstmal auf den vollen Tank, dort ganz rechts. Feuer frei. Aha, Antwort C, wie Katastrophe, ist also schon mal falsch. Dann nehmen wir doch mal das halbvolle Fass ins Visier. So, Achtung, Ohren dicht und Feuer. Aha, nix, keine Explosion. Könnten wir vielleicht noch den Beweis erbringen, dass da wirklich noch Sprit im Fass ist, Herr Dallhammer? Vielleicht könnten Sie mal auf die untere Hälfte des Fasses zielen. Ah, ja, damit ist klar, auch Antwort B ist die falsche. Jetzt mögen Sie eventuell denken, Sie haben da Leitungswasser drin und gar kein Benzin. Das wollen wir jetzt kurz mal untersuchen. Könnte ich mal zwei Gläser haben? Dabei kann ich Ihnen auch schon mal erklären, warum weder das volle noch das halbvolle Fass explodiert ist. Ganz einfach, Benzin selbst brennt nicht. Entschuldigung. Ich zeige Ihnen das mal. So, hier haben wir Feuer. Achtung. Ah, Pustekuchen. Was da nämlich brennt, das sind ausschließlich die frei werdenden Benzingase. Ich halte jetzt mal das Streichholz einfach nur drüber. So, Achtung. Hahaha. Ein explosionsfähiges Benzin-Luftgemisch hat einen Benzingasanteil von 0,6 bis 8%. Dieser Benzingasanteil kann allerdings nur erreicht werden, wenn sich in einem Behältnis fast gar kein Benzin mehr befindet. Liegt das Benzingas-Luftgemisch unterhalb von 0,6%, spricht man von mageren Gasen, da sie zu viel Sauerstoff enthalten. Liegen sie drüber, spricht man von fetten Gasen, zu wenig Sauerstoff. Und nun wollen wir natürlich auch wissen, ob ich recht habe. Also bitte jetzt wieder die Ohren zuhalten. Herr Dallhammer, Kimmelkorn und Schuss. Ja, alle Achtung. Freue mich mal. Ja, Antwort A war richtig. Jan hat die Männer auf die richtige Spur.